Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem wundervollen Video. Herzlich willkommen zu meinem Feuerwerkseinkauf 2023-2024 mit meiner Wenigkeit. Ihr wolltet's wieder haben, Traditionen sollen ja bekanntermaßen behalten bleiben, deswegen bitteschön, hier habt ihr das Video. Und ihr seht vielleicht schon, also ihr seht's nicht mal am Ansatz, ihr seht nur einen Ausschnitt davon, was hier alles auf diesen Adventskalender-Tischen so steht. Ich fahre mal dementsprechend hier runter, so könnt ihr euch vielleicht so ein leichten Eindruck haben. Generell, bevor es losgeht, erstmal, ich hoffe, ihr hattet wundervolle Feiertage gehabt, ein schönes Weihnachtsfest, ab nur mit eurer Familie oder alleine oder bei Freunden oder whatever. Essen hat geschmeckt, Geschenke waren cool, ihr hattet wundervolle Zeiten, hoffe ich zumindest für euch. Ansonsten, Weihnachten ist jetzt endlich vorbei, die beschissenste Zeit des Jahres, sage ich mir immer wieder, ich hasse Weihnachten, dafür hasse ich die letzten 3-4 Tage im Jahr. In diesem Falle dieses Jahres 28., 29., 30., ansonsten 29., 30. und 31, denn dann kann man in Deutschland legal Feuerwerk erwerben für Silvester und das habe ich getan. Da diese Videos im Vergleich zu den Rest der Videos hier auf dem Kanal immer viel Aufmerksamkeit bekommen und auch fremde Leute hier drauf kommen, die entweder aus Zufall oder gezielt danach suchen, muss ich, weil ich es letztes Jahr schon gesehen habe, vielleicht ein paar Worte vorneweg loswerden. Also, folgendes. Tut das Not, so viel zu kaufen? Nein. Sollte man das unbedingt nachmachen? Nein. Wenn man das Geld dafür hat, kann man es logischerweise machen. Ich verzichte im Jahr oder generell in meiner Selbstständigkeit hier auf YouTube auf sehr viel Luxus. Und mit Luxus meine ich teure Klamotten, irgendwelche Uhrenscheiße. Ich habe kein krasses Auto. Ich habe einen Mittelklassewagen. Oder ist das schon Mittelklasse? Müsste Mittelklasse sein, ne? Ich habe einen Mittelklasse-Kombi über meine Firma geleast. Ansonsten, ich gönne mir keine Urlaube, irgendwelche Luxus-Scheiße, Markenklamotten, Markenschuhe oder ähnliches. Ich gehe mit meinem Geld sehr, sehr sparsam um, obwohl ich, je nachdem, nach Sichtweise und nach Monat hier auf YouTube doch ganz gutes Geld verdiene. Während andere Leute sich jedes Wochenende in den Club gehen und sich für 100 Euro mit Alkohol vollsaufen lassen, gebe ich einmal im Jahr mal mehr, mal weniger viel Geld für Feuerwerk aus. Ist das moralisch vertretbar bzw. in Ordnung? Selbstverständlich, denn das Motto Leben und Leben lassen sollte hierbei wieder ganz vorne mit dran stehen. Ich verurteile niemanden, der sagt, ey, ich finde Feuerwerk blöd, beziehungsweise ich kann damit nichts anfangen. Alles easy, keiner ist ja gezwungen zu kaufen. Aber auf der anderen Seite erwarte ich das natürlich auch von der Gegenseite, dass das Ganze hierum auch so akzeptiert wird. Ebenso ist mir der sichere Umgang mit Feuerwerk indirekt und mehr oder weniger auch direkt bewusst. Ich trinke keinen Alkohol, zu Silvester sowieso nicht. Davon mal abgesehen, bin also nüchtern, wenn das Ganze abgebrannt wird. So eine Feuerwerksbatterie wird so auf den Boden gerade gestellt, dass es nach oben feuert und wird nicht so, so, so oder so gehalten. In der Hand gleich gar nicht, wird auch nicht auf Menschen gezielt, wird auch nicht auf irgendwelche Einsatzkräfte gezielt, etc. pp. Man muss aber auch dazu sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal auf dem Kanal sind und vielleicht auch das letzte Mal, weil es nur um das Video geht, im Namen steht es ja schon, ich komme aus dem Osten. Und dann auch noch im ländlichen Gebiet solche Zustände wie in Berlin, Hamburg, Köln oder sonstiges gibt es hier schlichtweg bei uns auf dem Land nicht, weil hier noch die Leute in der Rübe halbwegs normal sind, beziehungsweise noch Respekt und Anstand vor Einsatzkräften haben. Deswegen gibt es diese Problematik hier dementsprechend nicht. Ansonsten alles soweit easy. Wer kompletter Gegner von Feuerwerk ist, ne, und sagt, aber die Tiere, die Umwelt, bla bla, das Geld, alles schön, darf jeder seine Meinung haben. Ich respektiere eure Meinung, respektiert oder eure Haltung eher gesagt, respektiert aber auch meine Haltung. Mein Geld, mein freier Wille, fertig aus Mickey Maus. Umwelt, Tiere, bla, alles bewusst, ist aber auch jedes Jahr die gleiche Diskussion. Aufs Neue immer dementsprechend heraus. Machen, ne, und machen lassen. Schick schön. Ne? Schick, schick, schön. Deswegen. Das nur dementsprechend vorweg. So, es ist eine Masse. Ich weiß gar nicht, wo wir dementsprechend anfangen sollen. Am besten vielleicht hier vorne erstmal mit dem Kleinkram, dass ich den irgendwie hier runterräumen kann und bla bla bla. Ihr könnt gerne raten, was insgesamt dieser Einkauf hier gekostet hat. Selbstverständlich ist es dreistellig, ist es nicht vierstellig. Also wir befinden uns im dreistelligen Bereich, davon mal abgesehen, und auch in keinen hohen dreistelligen Bereich. Das sollte vielleicht auch noch mit dazu gesagt werden. Ich kann ein paar Klassiker sagen, die ich jedes Jahr habe, plus neue Dinger. In diesem Jahr, die Anforderungen ans Publikum, oder vom Publikum eher gesagt, waren dieses Jahr, machen wir mehr Systembatterien, ne, dass das ein bisschen schneller geht, weil die Leute werden auch immer älter, können draußen nicht mal eine Stunde oder zwei stehen. Deswegen sollte das alles etwas kompakter werden.
sieht jetzt erstmal nicht kompakt aus, ist aber dementsprechend kompakter, weil es viele Systembatterien im eigentlichen Sinne sind. Fangen wir an mit den Klassiker schlechthin. Alligator. Die Alligator hat ein neues Design bekommen, ist aber hoffentlich zumindest immer noch so gut wie die Jahre zuvor. Alligator ist eine 15-Schuss-Batterie von Weku, 25 Sekunden, 45 Meter, schallert ordentlich rein mit 18 mm Kaliber. Ja, kann man das definitiv machen. Mein All-Time-Favorite seit über 10 Jahren. Mal schauen, wie sie dieses Jahr ist. Es gab nämlich mal, ich weiß gar nicht, vor 2 oder 3 Jahren gab es mal auf jeden Fall eine Version, nenne ich es jetzt mal, die gar nicht mal, also die war nicht so geil. Da haben sie so irgendwie versaut. Ansonsten macht man mit Alligator eher gesagt nichts verkehrt. Und das Ganze für 3,99, 4,99, ich glaube 3,99 waren es, definitiv immer wieder lustig und dementsprechend immer wieder schön. Also Alligator All-Time Favorite kriegt ihr im Übrigen bei Lidl, ne? Falls ihr selber was einkaufen wollt, Alligator. Also für wenig Geld, laut, sieht gut aus, why not? So, dann stelle ich das Ganze jetzt mal hier ein bisschen weg, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Wie gesagt, dieses Jahr mehr oder weniger Systembatterien, weniger kleine Batterien. Das habe ich einfach mal mitgenommen. Komet Icebreaker war günstig. Halt was Kleines, weißt du? Das können so die Kleinen dementsprechend, beziehungsweise was ist die Kleinen? Es sind keine Kinder jetzt dabei, aber so die Älteren, ne? Können sich daran bereichern, können sie anzünden, können sie gucken, können sie dementsprechend nicht viel verkehrt machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, kostet nicht mal 5 Euro meines Erachtens nach. Hatte ich noch nie, schauen wir dementsprechend mal. So, dann ebenfalls für die ältere Generation römische Lichter. Ich kann damit nicht viel anfangen, um ehrlich zu sein, aber die Publikum, die etwas älter sind bei mir, die feiern das komplett ab. Ne? Geht schön hoch, knistert ab und zu mal. Sind halt römische Lichter, Weku, kann man nichts verkehrt machen. Werden auch immer teurer gefühlt, das ist glaube ich 8 Euro oder irgendwie sowas mittlerweile für eine, so eine Stange. Aber hey, ist es halt bunt, sieht schön aus, macht jetzt nicht allzu viel Krach, muss man auch mal dazu sagen. Das ist dann halt eher etwas für die ältere Generation. So, also ebenfalls bei mir. So, dann haben wir Super-Shooter, auch wiederum von Komet, 19 Schuss, 200 Gramm Pulver im Endeffekt mit drin, beziehungsweise hier Effektmasse. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Schauen wir mal, bin ich gespannt, wie es wird. Ne, wir haben 22er Kaliber. Generell muss ich sagen, viele Batterien mittlerweile, also das ist alles größtenteils Discount-Bereich. Wir haben hier Kaufland, Lidl, Aldi, Edeka und Penny und Netto mit dazu. Und dieses Jahr extrem viele solche, sowas hier in der Richtung, also das sind jetzt keine Batterie, aber in so einer Größe kosten 2,99, 1,99, 3,99 und sowas und wirklich so 9er Kaliber, 10er Kaliber, 12er Kaliber, irgendwie sowas, also viel Spittel auf jeden Fall mit dazu, was ich dieses Jahr gesehen habe, kaum welche, die jenseits der 25 bzw. 30 mm Kaliber halt sind, ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze so hier wird von Komet. Super Shooter. Schauen wir mal. So, ansonsten machen wir dementsprechend hier weiter. Da haben wir einmal Weku Goldfinger mit dazu. Da habe ich mich auch einfach mal spontan entschieden. 500 Gramm, ne, also fast 500 Gramm Effektmasse. Wir haben hier 30er Kaliber. Kann man, denke ich mal, also so sehen, hat dementsprechend auch Gewicht, ist so ein bisschen gefächert. Das Ganze hatte ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal gehabt oder irgendwas ähnliches in der Richtung. Ne? Also von daher kann man jetzt nichts falsch machen. 30er Kaliber, weist schon mal gut darauf hin, dass es ganz schön bumst. Wir haben hier 70 Meter Effekthöhe, 40 Sekunden Brenndauer, Kosten, fragt mich jetzt nicht, ne? Aber ich denke mal irgendwas so zwischen 10 bis 20 Euro, weil der ganze Spaß gekostet haben. So, machen wir gleich weiter hier mit dazu. Da haben wir die Big Boombastic. Ja, 20 Schuss haben wir hier, 25 Sekunden, 25er Kaliber. Das auch wiederum eine Fächerbatterie mit dazu 300 Gramm Effektmasse. War nicht geplant. Das Problem war, ihr könnt euch, also vielleicht könnt ihr euch vorstellen, für die Leute, die das jedes Jahr auch so machen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei den Lidl los war.
Ihr könnt es euch schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Es war Wahnsinn. Oder war das hier sogar Aldi? Aber ich glaube, das war Lidl, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall alles leer. Die Angestellten kamen kaum hinterher, neues Zeug reinzuschütten. Dann waren es schon wieder weg. Im Übrigen, es ist keine gute Idee. Ich will jetzt, ne, Gottes Willen, ich will niemanden belehren. Ich habe selber im Einzelhandel gearbeitet. Aber so einen Karton mit Feuerwerk zu nehmen und dann so in das Ding reinzuschütten. Also ja, hier ist eine Umverpackung und alles mit dabei, aber das sollte man nicht machen. Ne? Einzeln so, auch wenn es länger dauert. Man muss vielleicht auch dann dementsprechend einfach mal eine Ansage an die Leute machen, die halt drumherum stehen und nicht abwarten können. Aber so Feuerwerk so reinschütten, reinschmeißen, keine gute Idee. Auch dank Umverpackung. Man sieht das ja teilweise, dass hier teilweise schon Dellen und alles drin sind. Aber auf jeden Fall, das, was ich haben wollte, war nicht da. Deswegen habe ich die dann als Ersatz genommen. Keine Ahnung, schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, wie es wird. So, Neon. Da habe ich mir erst gedacht, was zur Hölle ist denn Neon für eine Marke, beziehungsweise Black Cat in dem Sinne. Gehört, glaube ich, zu Nico oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall noch nie gesehen, noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Habe ich mir aber das Effektvideo angeschaut. Ich kaufe auch nicht rein blind, sondern ich gucke dann auch schon mal, wenn es Effektvideos gibt, ob das was taucht. Und die hat mir eigentlich ganz zugesagt. Ist auf jeden Fall nicht günstig, muss man auch mit dazu sagen. Ich glaube, hier irgendwas in die Richtung zwischen 20 bis 25 Euro mit dazu, 36 Schuss mit dazu, 26er Kaliber mit drinne. Schauen wir mal, wie es im Endeffekt wird. Wie gesagt, ist jetzt komplett neu. Sky Battle in dem Falle mit dazu. Extrem laut und extra leuchtend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es bunt ist und wenn es laut ist, bin ich dafür zu haben. Nur laut ist langweilig, aber bunt und laut, gerne. Gerne. Also, ne, vielleicht nur dazu zu sagen, so diese ganze Böller-Geschichte, ich habe zwar hier ein bisschen was, da war ich nie ein Fan davon. Ich war immer ein Batterie-Fan. Ich bin auch kein Raketen-Fan. Ne? Ich bin einfach so ein Feuerwerks, so ein Batterie-Fan. So, Firestabber war auch eher so ein Spontaneinkauf wiederum mit dazu. Schauen wir mal, wie das im Endeffekt wird. Eine System-Power-Batterie steht da, 200 Gramm Explosivmasse, 24 Schuss, 20er Kaliber, 30 Meter Effekt. Das ist jetzt nicht allzu viel. Sah aber jetzt im Endeffekt in der Vorschau auch nicht verkehrt aus, ist wiederum von Komet. Schauen wir mal. Es geht weiter. Ich baue das mal ab. Auch ein Klassiker bei Lidl und mich wundert, dass die sich so lange hält. Uranus ist auch so ein Must-Have, was man jedes Jahr irgendwie kaufen kann. Ist ein bisschen gespalten innerhalb der Community. Manche sagen, ist sinnlos, manche sagen, ist Kult, ist Tradition mehr oder weniger. Ich finde die Uranus jetzt nicht verkehrt, ist jetzt nicht das Effektwunder schlechthin, ne, trotz 200 Gramm und alles mit dazu und auch einer schönen Effekthöhe von 36 Metern, 35 Sekunden ist jetzt nicht allzu viel. Aber Uranus ist so ein bisschen bunt, ein bisschen knistern, ne, so ein bisschen, oh, ein bisschen gaffen. 15er Kaliber ist jetzt in der Tat, ist es 15er? Ja, 15er. 15er Kaliber ist jetzt nicht allzu viel, also man kann da jetzt nichts Spektakuläres erwarten, aber für 7,99 ist auch teurer geworden, 1-2 Euro, kann man da nichts verkehrt machen. Das ist wie eine Alligator. Eine Alligator nimmst du mit, da weißt du, da machst du nichts verkehrt. Das gleiche mit einer Uranus. Eine Uranus nimmst du mit, da machst du definitiv erstmal nichts verkehrt. So, bitte halten. Jetzt kommen wir wieder an Gefilde, die ich noch nie hatte. Power Beamer, ne, auch Komet, noch nie dementsprechend gehabt. Wir haben hier 64 Schuss mit dazu, 40 Meter, 30 Sekunden, 15er Kaliber. Kann jetzt nicht allzu aufregend sein, aber ein bisschen bunt, ein bisschen Crackling und Co. wird mit drinne sein. Why not? Gab's auf jeden Fall, habe ich sie mitgenommen, weil die unter 10 Euro Pi mal Daumen liegen muss, meines Erachtens nach. Vielleicht waren es auch 15 Euro, aber das war wieder so ein Ersatz, weil halt manche Dinger, die ich haben wollte, nicht da waren. So, jetzt labert er die ganze Zeit von Systembatterien, hat aber hier die ganzen Dinger einzeln. Ja, wir kommen noch zu den Systembatterien. Das hier, Ultimate, ganz ehrlich, das habe ich mir angeguckt im Internet und habe gedacht, naja, irgendwie. Dann stand ich jetzt davor, 500 Gramm, ne, wie immer, von Komet, da stand ich vor dem Ding und guck so, 27 Schuss, 30 mm Kaliber. 55 Meter Effekthöhe, 70 Sekunden Brenndauer. 70 Sekunden für 27 Schuss, das Ding muss ultra langsam sein. Da habe ich also gedacht, naja, 30 Millimeter ist aber schon was. Ne?
Nimm einfach mal mit. Das war auf jeden Fall eine etwas teurere Anschaffung. Die liegt so zwischen 20 bis 30, meines Erachtens nach, müsste die gelegen haben. Hatte ich noch nie gehabt. Ich bin gespannt, ob es überzeugt. Ne? Weil es gibt auch Batterien in so einem Ausmaß, mit so einem Kaliber, mit so einem Preis vor allen Dingen. Die sind am Ende des Tages zum Einschlafen. Aber schauen wir insgesamt mal. So, das hier, das ist auch wirklich nur Publikum in dem Falle. Das ist eine überdimensionierte römische Lichterbatterie. Ne? Also die langen Dinger, die ich euch gerade eben hier schon gezeigt habe. Hier jetzt einfach nur maximal überdimensioniert. Costa Quanta auch, glaube ich, über 10 Euro oder so. Das ist Sinn für römische Lichter in dem Sinne schon sehr viel, ne? Beziehungsweise übertrieben viel. 83 Schuss, 40 Sekunden, Brenndauer, 14er Kaliber. Ist also, es wird schon geiler sein wie die normalen römischen Lichter, die man jetzt so kennt. Aber ja, das ist eher sowas so für die bunten Freunde, sage ich mir da immer wieder. Ne? So einfach bitte. Und ich kann da jetzt nicht viel damit anfangen, aber wir haben welche im Publikum, die mögen das. So, und ich glaube, jetzt haben wir wir haben hier vorne noch, oh Gott, ja, wartet mal. So, Entschuldigung. Wir haben jetzt vorne noch zwei einzelne Batterien. Wir haben hier einmal Berserker, das ist eine 10-Schuss-Batterie, 30 mm, 250 Gramm Effektmasse mit dabei. Keine Ahnung, noch nie gehabt. 4-Stufen-Power-Effekt, ne? Also die Marketing-Dinger, die sie sich da gerne mal drauf drucken, sind auch immer wild. Was ich aber immer bei Feuerwerk schön finde, sind die Designs. Muss man einfach sagen. Design auf der Packung, ne, hat nicht gleich was mit ist gut oder schlecht zu tun. Ne, aber designtechnisch gesehen können sie auf jeden Fall was. Ich bin gespannt. Vieles dieses Jahr das erste Mal und das erste Mal getestet. Genauso wie hier die Geschichte 40 Schuss, ne, Batterie. Im Endeffekt die Pyro-Maschine, ne, hier Brokat-Dinger. Also als Effekt in dem Sinne. 25 mm, 30 Sekunden, 50 Meter Effekthöhe. Schauen wir mal. Hatte ich noch nie, wie gesagt, gehabt. Ist es dieses Jahr viel rumgetestet. Deswegen. Schauen wir das Ganze mal an. So, damit dürfte es in den Einzelnen fertig sein. Ne, die Thunderbolt hier noch für Nico mit dazu. Das ist der letzte Einzelne, die ich hier noch habe. Nico selten gehabt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. 40 Sekunden, 40 Meter bis 500 Gramm, 20 mm Kaliber. Ja, testen, machen, gucken. Sage ich mir immer wieder, testen machen und gucken. So, jetzt auch. Könnte man theoretisch die Systembatterien zeigen? Ich habe noch Kleinkram. Solche Wirbel. Ist was, wie gesagt, so hier ein bisschen Knall, Krabum, so für zwischendurch. Na, einfach so für zwischendurch. Ich kann damit nichts anfangen, aber die Publikum wollte es haben. Kubische Kanonenschläge in dem Falle. Mal gucken, wie sie dieses Jahr sind. Die Dinger werden auch immer schlechter bzw. leiser. Und das gleiche hier nochmal. Das ist so einfach so für ein paar Stunden davor. Einfach ein bisschen Knall, Bum, Bang. Ja, gibt mir jetzt nicht viel, aber ich kaufe ja dementsprechend auch auf Wunsch. So. Alles klar. Jetzt kommen wir zu den Systemgeschichten, also Systembatterien. Da haben wir hier einmal den Invable, irgendwie sowas in der Richtung, auch von Weco, 1,3 Kilo Effektmasse insgesamt. Ja, den Tisch kann ich danach wunderbar mit abwischen. Hier mit dazu ist ein komplettes System, besteht aus drei Batterien, die halt hintereinander geschaltet sind und nach abgefeuert werden. Wir haben 108 Schuss, wir haben 70 Sekunden, wir haben 40 Meter. Ne? Was willst du da falsch machen? Richtig, kannst du nichts falsch machen. Das Ganze geht weiter, beziehungsweise bevor ich euch jetzt hier zeige, ich habe das Größte, steht unterm Tisch. Huch, langsam. Das war die teuerste Systembatterie, die ich je gekauft habe. Alter Schwede. So, bitteschön. Das Ganze ist von Comet und nennt sich Profi System 143. 2 Kilo Effektmasse, fast hier mit dabei, wiegt gefühlt 3 oder 4 Kilo oder 5 Kilo, ich habe keine Ahnung. 143 Schuss bei 5 Metern und wie viele Sekunden waren es? War auf jeden Fall ewig lang. Ja, 95 Sekunden und circa 29 mm
Geschichten. Das sind fünf Batterien, dementsprechend in Reihe geschaltet. Das wird so das Ende werden, ne, das große Finale in dem Falle. Also schwer wie Sau, groß wie Sau. Hier steht doch extra da, bitte nicht kippen. Und hier haben sie gar noch ein Aufkleber, also so ein Warnzeichen irgendwie drauf machen müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war das teuerste überhaupt, was ich je einzeln gekauft habe. Da kann ich den Preis sagen, 77,77. So, Dings wird voll, Speicherkarte wird voll. Wir müssen mal kurz einen Cut machen. Bis gleich. So, da habe ich mal kurz die Speicherkarte aufgeräumt. Also wie gesagt, hier schwerstes System, großes System. Als Finale in dem Sinne. Alter fucking Schwede. So, also geht's weiter. Jetzt kommen einfach nur noch Systeme, also sprich Systembatterien. Da haben wir Zenit von Vicu mit dazu, auch wiederum drei Batterien zusammengeschlossen, 110 Sekunden. Ein paar Schuss mit dazu, ist in Ordnung. Wie gesagt, es war dieses Jahr der Wunsch vom Publikum. Mach mehr Systembatterien, immer anzünden, können wir mehr gaffen. Ich meine, ist richtig, Vor- oder Nachteil an solchen Systemdingern, die sind an sich nicht so geil wie einzelne Batterien. Das geht nun mal in der Regel nicht, außer man hat jetzt sowas, wie ich jetzt hier gerade unten gezeigt habe, ne, dieses Profisystem in Anführungsstrichen, wo dann wirklich auch 2 Kilo bei 4 Batterien oder 5 Batterien kann man sich ja auch runterrechnen, ist ja jetzt pro Batterie auch nicht immer die 500 Gramm mit drin. Wenn man dann aber solche Systembatterien hat, wo 500 mal 500 sind, also 2500 Gramm, also 2,5 Kilo in dem Falle, die kosten dann aber auch jenseits der 100 Euro, das ist halt immer so die Sache. Aber ja, gut, schauen wir mal, wie gesagt, das ist das erste Jahr, dass ich so aktiv oder so intensiv vor allen Dingen mit solchen Systemdingern hier aufbaue. Auch hier dementsprechend wieder diesmal von Komet, nennt sich einfach Space Commander, war meines Erachtens nach Aldi, wenn mich nicht alles täuscht. Auch wiederum 3 Batterien, 20er Kaliber, maximal wohlgemerkt, 125 Sekunden. Das sind so Dinger, die zündest du an, da zündest du 2 parallel an, stellst das eine dahin, das andere hier und dann hast du so eine Kombi. Das ist eher halt so eine Geschichte, ne? So, weiter geht's. Da haben wir einmal Spotlight von Vicu. Auch hier wieder 3 Stück, 65 Sekunden, 152 Schuss mit dazu. Auch, was sind hier, 452 Gramm. Hört sich erstmal viel an, aber wie gesagt, ist auf 3 Batterien verteilt. Wie gesagt, 500 Gramm ist das Maximum, was in einer Batterie hier in Deutschland mit rein darf. Deswegen eher so eine Sache. Kaliber ist jetzt glaube ich auch nicht so prickelnd. Wird ein bisschen bunt, wird ein bisschen knistern. Mehr aber dementsprechend noch nicht. Aber wie gesagt, war der Wunsch und der Wunsch wird erfüllt. So, da haben wir das gleiche hier drinne. Moon Hunter, auch 148 Schuss, 6 Sekunden. In dem Fall, also es gibt Gott sei Dank auch Systembatterien, die jetzt nicht allzu lange gehen. Also jenseits der 100 Sekunden oder so. Ja, schauen wir mal auch da, wie es wird. Wie gesagt, bei den Systembatterien, ich bin raus. Da bin ich wirklich komplett raus. Nutze ich dieses Jahr jetzt wirklich aktiv das erste Mal in den Umfang. Ansonsten habe ich immer viel auf Einzelbatterien gesetzt. Weiter geht's mit, was ist das hier? Daybreak. Ja, Daybreak. Auch wiederum so eine Geschichte von Vicu. Auch ein komplettes Set. 3 Stück hintereinander. Das sind wie viel? 542 Gramm. 70 Sekunden. Circa. 153 Schuss. Ja, schauen wir mal. Hier sind ein bisschen größere Kaliber dabei und Fächer und so. Aber ansonsten erwarte ich da jetzt per se auch nicht viel. Light Engine von Komet wiederum. Gleiches Spiel in grün. Auch wiederum hier 3 Batterien mit drinne. Lautstärke angeblich Maximum. Und Farbvielfalt fast am Maximum. Soll also vor allen Dingen laut sein. 100, was haben wir hier? 195 Schuss mit dazu, bei maximal 20 mm Kaliber, 115 Sekunden, also auch ewig langsam, aber ja, ich bin gespannt und bleiben. Und zu guter Letzt haben wir hier den Star Climber, genau, auch wiederum 3 Stück, 85 Sekunden, 108 Schuss, 600 Gramm in der Ladung halt mit rein, ne? Also von daher, Können wir nur mal schauen. Das sind also, habe ich eigentlich gar nicht durchgezählt, ne? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das Finale 9. 9 Systembatterien
und ein bisschen was Einzelnes. Bissel. Ja. Ich glaube, eine Stunde sind wir beschäftigt. Um den Daumen, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall, es wird dieses Jahr wesentlich entspannter werden, weil wir nicht so viel anzünden müssen. Ob es effekttechnisch gesehen schön wird, das wird sich dann zum Silvester zeigen. Abfalltechnisch gesehen ist es auf jeden Fall auch ein bisschen weniger, weil diese Verbünde hier kann man backen, zack, weg und fertig aus. Muss nicht alles einzeln aufsammeln. Deswegen. Entschuldigung, Mikro getroffen. Ja, das sollte es in dem Sinne gewesen sein. Ich glaube, das Video ist jetzt dementsprechend auch lang genug. Meine Hübschen, ich wünsche euch, ich weiß nicht, ob wir uns in den Let's Plays oder in irgendwelchen Special-Videos formen. Also doch, wir sehen uns noch zum Jahresabschluss, das stimmt. Aber für alle die, die jetzt die anderen Videos nicht gucken, weil ist halt so, ich wünsche euch maximale Erfolge. Ich hoffe, ihr hattet heute auch eine gute Einkaufstour und habt gute Erfolge gemacht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Highlights oder gerade besondere Geschichten hattet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt am Anfang vom Video erzählt habe. Mir haben sie bei Aldi den Einkaufswagen geklaut. Also falls ich das nicht erzähle, ich hatte einen Einkaufswagen, hatte da ein bisschen was drin, habe den extra ein bisschen weiter weggestellt vor dieser Annahme, also hier, wo das alles liegt, ne? Weil die Leute sind ja bekloppt, denken ja nicht nach, blockiert ja alles. Als ich wieder kam, war der Wagen weg. Ja, fand ich gut. Ne, hat einer gesehen, das ist nicht mehr da, zack, nehme ich. Geil. Auf jeden Fall. Schreibt es gerne, wenn ihr was Ähnliches erlebt habt. Schlägerei, Drama, Rumgeschreie, Geweine. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ansonsten, vielleicht könnt ihr zu den einen oder anderen hier irgendwas sagen. Vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp, wo ihr sagt, Rendi, das musst du dir da noch unbedingt holen. Obwohl ich eigentlich sagen muss, ich bin voll, das reicht mehr als vollkommen aus. Aber falls ihr wirklich noch irgendwo einen Geheimtipp habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. In dem Sinne, ich danke. Wie gesagt, seid nett, ne, seid freundlich, aber nur Feuerwerksfan seid oder Gegner. Wie gesagt, leben und leben lassen. Ne, ich verbiete euch ja im Endeffekt die Spießigkeit. Ne, auch nicht, sage ich mir da immer wieder. Deswegen. In dem Sinne, das soll es gewesen sein. Däumchen nach oben, Abo da lassen. Ne? Und in dem Sinne, für das Setting, bis nächstes Jahr. Tschüssikowski. Tschüss.